Vor ein paar Wochen hat sich bei mir Anker gemeldet und hat gemeint, wir haben eine neue Solarbank, und zwar die Solarbank 2AC. Ich habe ja schon andere getestet aus der Serie, und die AC, das steht ja für Wechselstrom, also den Strom, den wir auch in der Steckdose haben. Erste Frage kam natürlich, was macht die denn jetzt so besonders? Dann kam die Antwort, da ist eine Steckdose dran. Steckdose kannten wir schon von der Pro-Version. Dachte ich, jetzt ist das Modell zwischen der Plus- und der Pro-Version. Fand ich schon mal ganz interessant, und dann kam die Antwort, nee, du hast gar keine, die Steckdose, die kannst du gar nicht nutzen, sondern du kannst da einen Wechselrichter anschließen. Du hast also einmal hier auf der einen Seite die normalen Solareingänge, die du kennst, und auf der anderen Seite schließt du deinen Wechselrichter an. War meine erste Reaktion, für wen soll denn bitte das gut sein? Wer ist denn da genau die Zielgruppe? Da meinte Anker, wir sponsern ein Video, schau es dir doch einfach mal an, und wenn es dir nicht gefällt, habe ich gedacht, dann schicke ich es einfach wieder zurück, wenn es für mich keinen Sinn macht. Ihr seht das Video und ihr merkt, es hat am Ende doch für mich Sinn gemacht. Und zwar, ich habe dann nämlich meinen alten Wechselrichter rausgeholt, und das ist auch noch einer von den Wechselrichtern, die kein Relais eingebaut hatten. Diesen Wechselrichter habe ich dann jetzt hier an die Solarbank angeschlossen, und ich glaube, das ist auch die Idee hinter dem Gerät. Man kann nämlich quasi sein altes Balkonkraftwerk, was schon gut funktioniert hat, was man ja schon mal bezahlt hat, jetzt einfach um einen Speicher erweitern. Man verschwendet also nicht den alten Wechselrichter. Und ich glaube, dass das jetzt quasi auch das Problem löst mit den alten Wechselrichtern ohne Relais. Das war mir gar nicht so auf dem Schirm, aber dadurch, dass er in der Box das Relais drinsteckt, ist dadurch alles wieder legal, weil dieses Teil ist nicht mehr mit dem Netz direkt verbunden, es ist über die Box verbunden, die Box entspricht allen Regulatorien, und von daher muss ich jetzt sagen, okay, so langsam verstehe ich das Konzept. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Dafür nehme ich diese Steckdose, die simuliert jetzt einfach mal meinen Hausanschluss, weil der Wechselrichter, den darf ich hier nicht mehr anschließen. Also, ich nehme den Stecker vom Wechselrichter, ziehe den bei meinem Hausanschluss ab, stecke den hier in die Solarbank rein, dann mache ich noch eben einmal diesen Deckel ordentlich drauf, damit da nämlich auch kein Regenwasser reinkommt, also ist auch ganz gut geschützt das Ganze. Und jetzt ist es so, dass der Strom, der über meine Solaranlage erzeugt wird, nicht mehr direkt ins Hausnetz geht und ich den Überschuss, der quasi nicht direkt verbraucht wird, verschwende. Also ich schätze mal, bei aktuellem Sonnenstand bin ich so bei 400 Watt, die ich schon produziere. Mein Hausverbrauch wird jetzt aber so um 100 Watt liegen. Das heißt, 300 Watt wären normalerweise einfach für mich verloren. Jetzt läuft es aber so, dass das ja natürlich alles erstmal zwischengespeichert wird in der Solarbank, und dann wird es genau in dem Moment zur Verfügung gestellt, wenn auch wirklich bei mir ein Verbraucher läuft. Wie das geht, das erkläre ich euch gleich nochmal. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei mir die Mikrowelle an ist, wenn der Geschirrspüler läuft, all solche Geschichten, wenn ich meinen Laptop wieder volllade, genau in diesen Momenten wird der Strom zur Verfügung gestellt, und dadurch reduziere ich die Verschwendung wirklich deutlich. Okay, ich habe ein bisschen geschummelt. Hier der Stecker von der Solarbank ist noch nicht drin. Den muss ich natürlich erst in die Steckdose stecken. Und damit wären wir eigentlich schon fertig. Eigentlich, weil an der Stelle ein Warnhinweis. Ich glaube, jeder, der sich mal so einen Speicher geholt hat, der auch wirklich den Strom nur dann zur Verfügung stellt, wenn er verbraucht wird, der denkt dann nach relativ kurzer Zeit drüber nach, wo kann ich noch mehr Solarmodule aufstellen, wie kann ich noch mehr Strom selber erzeugen, wie kann ich noch mehr Stromkosten sparen. Weil wenn man merkt, dass das funktioniert, dann will man natürlich mehr davon. Und deshalb finde ich so cool, dass dieser Speicher einem quasi die Möglichkeit gibt, dass man auf der einen Seite seine 800 Watt vom alten Balkonkraftwerk einspeist, und auf der anderen Seite kann man nochmal zusätzliche Module dranhängen, bis zu 1200 Watt. Also wenn man das richtig kombiniert, dann kommt man hier bei dem Speicher auf seine 2000 Watt Einspeisung. Und das finde ich richtig spannend, weil 2000 Watt in den Speicher kann man ja auch noch erweitern, und dann kann man wirklich aus seinem alten Balkonkraftwerk quasi ein doppelt so großes machen, was einfach dafür sorgt, dass man wirklich deutlich seine Stromkosten reduziert. Ich zeichne euch das Ganze einmal auf. Und zwar haben wir in der Mitte erstmal die Solarbank 2AC. Die hat insgesamt einen Speicher von 1,6 Kilowattstunden, die kann aber auch noch durch weitere Speicher erweitert werden, da sprechen wir später aber nochmal drüber. Jetzt muss aber natürlich irgendwie die Energie da reinkommen. Und um das zu machen, haben wir auf der einen Seite den Anschluss für einen bestehenden Mikrowechselrichter. Da könnt ihr quasi euer altes Balkonkraftwerk, was ihr schon habt, dran anstecken. Und wenn ihr dann die Anlage erweitern wollt, habt ihr auf der anderen Seite nochmal zwei Anschlüsse für weitere PV-Module. Also da könnt ihr insgesamt nochmal 1,2 kW Peak mit anschließen. Und da auch noch der Hinweis, das sind zwei verschiedene unabhängige MPPTs. Also das heißt, die Module können auch unterschiedlich ausgerichtet sein oder auch unterschiedlich beschattet werden. Dann muss natürlich der Strom aus deinem Speicher bzw. aus den Solarmodulen auch irgendwie noch in dein Haus reinkommen. Und dafür hast du natürlich einen Anschluss an dein Heimnetz und kannst da wie bei fast jeder Anlage auch mit 800 Watt einspeisen. Die 800 Watt, das ist ja vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Jetzt lasst uns mal über den großen Vorteil aus der Kombination von einem Balkonkraftwerk und einem smarten Speicher sprechen. Das Balkonkraftwerk ist ja deshalb so populär, weil da zum einen die Installationskosten quasi null sind, weil man es selber installieren kann, und weil die Bürokratie auch sehr, sehr einfach geregelt ist. Man steckt es ein, meldet es an und damit ist es fertig.
Der Nachteil ist allerdings auch, dass man keine Einspeisevergütung für nicht selbstverwendeten Strom bekommt. Das heißt, alles, was man nicht selber verbraucht, ist verschwendet. Und das ist in den meisten Fällen so ungefähr 60% an Strom, den man ins Netz einspeist. Und ein smarter Speicher, der sorgt jetzt einfach dafür, dass dein solarer Strom, den du erstmal nicht direkt verbrauchst, erstmal zwischengespeichert wird für einen späteren Zeitpunkt, an dem du den auch wirklich brauchst. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich ungefähr 80-90% von meinem erzeugten Strom auch selber verbrauchen kann. Und eine Sache, die mir erst später aufgefallen ist, ist wirklich, wie sich mein Verhalten geändert hat, dadurch, dass ich jetzt einen schlauen Speicher habe. Weil davor habe ich immer darauf geachtet, wenn die Sonne scheint, dass dann die Waschmaschine läuft. Über solche Dinge muss man sich jetzt aber keine Gedanken mehr machen, wenn der Speicher dafür sorgt, dass einfach der Strom dann zur Verfügung gestellt wird, wenn die Waschmaschine läuft. Und das macht das Leben dann doch ein bisschen einfacher. Ich spare mir jetzt, dir zu zeigen, wie die App funktioniert und wie man das Ganze installiert, weil dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Das findest du auch hier. Was aber wichtig ist, ist, du solltest dich jetzt entscheiden, wie du deinen Speicher auch smart machst. Und dafür hast du zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du dir jetzt einen Smart Meter installieren. Das wird in deinem Sicherungskasten eingebaut. Und auf der anderen Seite kannst du schlaue Steckdosen verwenden. Und das beide hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil von so einem Smart Meter ist, dass du damit wirklich ausnahmslos alle deine Verbräuche tracken kannst. Also egal, ob es zum Beispiel der Elektroherd ist oder hier an der Decke die Glühbirne. Das sind ja Verbraucher, wo du eigentlich keine Steckdose mehr dazwischen hast. Der Nachteil ist, das sollte eine fachkundige Person machen, die dir das Ganze installiert. Die Alternative ist, dass du eben diese Steckdosen verwendest. Die Steckdosen sind super einfach zu installieren, das ist der größte Vorteil. Du musst sie nämlich einfach nur reinstecken in den Stecker, kurz über Bluetooth verbinden, mit der App verbinden und schon funktioniert das Ganze. Und danach weiß deine Solarbank auch, wie viel Strom sie zur Verfügung stellen muss. Aber eben auch nur für die Geräte, die hinter dieser Steckdose stecken. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich da den Kühlschrank hintergehangen habe. Ich habe dahinter noch den Geschirrspüler, ich habe dahinter die Waschmaschine und dann habe ich nochmal einen Raum, wo ich relativ viel Strom verbrauche, genommen. Und dadurch kriege ich es eigentlich jeden Tag hin, dass der Speicher auch komplett entleert ist. So Leute, ich muss nur eine Sache ausprobieren und zwar habe ich mir eben nochmal die App angeschaut und ist mir unten so ein kleiner unscheinbarer Knopf aufgefallen, der heißt netzunabhängig. Den kann man im Moment nicht bedienen, aber ich habe eine Idee, wie das Ganze vielleicht funktionieren könnte. Also, gehen wir mal raus. Moment, ich brauche nur eine Lampe. Hier ist eine Lampe. Voll eine Idee, was ich mir denke, wie das funktionieren könnte. Und zwar, hier ist ja eine Steckdose. Und ich habe mich sowieso gefragt, warum kommt da kein Strom raus? Und ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich ziehe hier mal den Wechselrichter ab. Macht das... Nee, kann ich noch nicht machen. Ich habe noch eine zweite Idee. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt den ganzen vom Strom abziehe? Gucken, ob das was ändert. Ah ja, kriegt oben eine Fehlermeldung und unten der Button hat sich verändert. Man kann ihn jetzt drücken. Also ich kann jetzt hier drauf drücken. Cool. Und jetzt probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich jetzt hier was anstecke. So, und zwar stecke ich hier einfach mal eine Lampe an. Mal gucken, was damit passiert. Okay, schade, funktioniert doch nicht. Okay, also ich habe gedacht, dass die Lampe jetzt vielleicht angeht, wenn ich sie da hinten an die Steckdose anstecke. Aber shit. Doch, es funktioniert. Okay. Wir haben jetzt hier gerade, was braucht die Lampe? 5 Watt. Ich muss auf jeden Fall nochmal mir, also ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal bei Anker nachfragen, was es mit dem Feature zu tun hat, weil das stand noch nicht im Briefing. Ich habe auch noch keine Specs von dem Gerät hier und es ist ja mega geil, dass das funktioniert. Moment, ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf. Was passiert, wenn ich hier auf Netz unabhängig ausschalte? Okay, ich drücke auf Ausschalten, ist es wieder weg. So, mir kam gerade die Idee, noch eine Sache mehr auszuprobieren. Ich gehe jetzt mal wieder hier in das Menü, wo dieser Knopf ist. Und zwar, was passiert, wenn ich das Ganze jetzt wieder mit dem Netz verbinde? Also ich nehme nämlich diesen Stecker, stecke den wieder hier rein, damit die Anlage wieder einspeist. Mal gucken, ob die unabhängige Versorgung dann auch erhalten bleibt oder ob das Licht hier unten ausgeht. Also, jetzt ist irgendwas, hat so einen Klack gemacht. Mal gucken, was der Akku macht. Die Netzunabhängigkeit ist immer noch an und er speist wieder ein. Nee. Doch, er speist wieder ein und funktioniert parallel noch als Steckdose. Also das ist ja interessant. Denn ich probiere nochmal weiter aus. Und zwar ziehe ich das... Moment, es ist auch... Der Knopf ist aus. Funktioniert es immer? Also funktioniert es einfach immer als Steckdose, wenn man gerade... das ist interessant. Funktioniert es immer als Steckdose? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Krass. Cool. Das ist... Geil. Das wusste ich nicht, dass es geht. Finde ich mega, dass es geht. Cool.
Ich lasse mir das mal von Anker bestätigen und lasst mir mal sagen, was es genau mit diesem Feature auf sich hat. Also, dass die sowas einem nicht mitteilen. Ich meine, das ist so mega geil. So, ich setze mal das Experiment von gestern fort. Und zwar sehen wir ja hier in der App, dass wir gerade eine solare Erzeugung von 568 Watt haben. Genau, wir haben herausgefunden, wenn ich jetzt hier einen Stecker reinstecke und die Solaranlage ist mit dem Strom verbunden, haben wir Licht. Wenn ich jetzt allerdings die Verbindung kappe an der Stelle, dann ist ja die Frage, lädt das Gerät trotzdem weiter? Also ich trenne die Verbindung zum Netz, die Lampe geht erstmal aus, ich gucke mal in die App, ich kriege eine Fehlermeldung, dass das Netz nicht verbunden ist. Trotzdem scheint das Gerät einfach kontinuierlich weiterzuladen. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich gehe mal kurz auf die Solarbank, gehe unten drauf und nutze wieder den Netzunabhängigkeitsschalter. Und dann kennen wir das Ganze ja schon. Gleich geht die Lampe wieder an und wir haben eine Stromversorgung. Das heißt, das ganze Gerät ist auch ziemlich gut, wenn man mal einen Campingurlaub macht oder sonst irgendwas, kann man das einfach mitnehmen. Wenn man so Flexmodule hat, passen die auch noch ganz gut in den Kofferraum. Das heißt, man kann sich seinen Strom also mitnehmen und hat eine quasi Inselanlage noch so nebenbei. Finde ich schon mal ziemlich spannend und ich habe auch noch mittlerweile von Anker eine Rückmeldung. Also die haben das bestätigt, dass es geht. Also natürlich müssen die das wissen, dass es geht. Ich weiß nicht, warum sie mir das nicht gesagt haben, weil ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es das gibt. Und zwar, man kann bis zu 1000 Watt aus der Steckdose rausziehen ohne zusätzlichen Speicher. Wenn man aber jetzt hier noch ein zusätzliches Speichermodul hat oder mehrere, dann kann man bis zu 1200 Watt aus der Steckdose rauskriegen. Also das ist zumindest das zu dem Thema Netzunabhängigkeit. Und das nächste, was wir besprechen, sind dann eben die Speicher. Wie viel Speicher solltest du dir jetzt anschaffen? Weil du kannst neben den 1,6 Kilowattstunden, die die Solarbank 2AC von sich aus schon mitbringt, noch bis zu 5 weitere Speichermodule mit auch jeweils 1,6 Kilowattstunden hinzufügen. Also insgesamt kannst du bis zu 9,6 Kilowattstunden an Speicher dir holen. Wie sinnvoll ist es jetzt, diesen maximalen Speicher zu holen? Ich würde es eher umgekehrt sehen. Ziel sollte immer sein, dass du den Speicher, den du hast, möglichst oft einmal komplett lädst und einmal wieder komplett entlädst. Also hast du auf der einen Seite einmal den limitierenden Faktor deines Verbrauchs. Nur wenn dein Verbrauch hoch genug ist, macht es natürlich auch Sinn, dir einen großen Speicher zu holen. Und auf der anderen Seite der limitierende Faktor ist auch, wie viel Energie kriegst du da rein. Wie viel Verbrauch du hast, das musst du natürlich dann selber abschätzen. Wie viel du da reinkriegst, da gebe ich dir mal so einen groben Orientierungswert mit. Also, wenn du so wie ich einfach 2 Solarmodule hast, flach am Balkon installiert, dann reicht dir vermutlich die Standardvariante. Wenn du jetzt 2 Module hast und die sind aber perfekt ausgerichtet, dann könntest du darüber nachdenken, dir vielleicht noch ein zweites Modul zu holen. Hast du 4 Module an deine Solarbank 2AC, dann könntest du auch wirklich darüber nachdenken, dir auch noch einen dritten Speicher dazu zu holen. Und alles darüber hinaus würde ich auf jeden Fall sagen, du solltest testen. Und insgesamt ist meine Empfehlung auch, lieber erstmal einen Speicher zu wenig holen. Das Ganze ausprobieren, gucken, ob du den Speicher auch wirklich voll und leer kriegst einmal am Tag. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du ja immer noch einen Speicher nachrüsten. Und so würde ich es machen. Kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Lohnt sich dieser Speicher? Und da kann ich nur ganz klar sagen, ich habe keine Ahnung. Denn ich weiß einfach nicht, wie viel dieser Speicher kosten wird. Anker wollte es mir auch nicht verraten. Ich habe den Speicher schon, bevor er auf den Markt kam, getestet. Aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass wenn das Video jetzt veröffentlicht wird, dass dann der Preis natürlich auch feststeht. Und deshalb packe ich dir auf jeden Fall mal hier unten in die Beschreibung den Link rein oder ich verlinke es dir auch hier und dann kannst du selber mal nachschauen. Und dann werde ich noch ein weiteres Video machen, wo ich den Speicher mal mit anderen Speichern vergleiche und dann kann ich dir auch sagen, für wen sich dieser Speicher lohnt und ob er sich überhaupt lohnt. Also da, wenn du das nicht verpassen willst, dann drück jetzt den Daumen nach oben und abonniere den Kanal und dann sehen wir uns in wenigen Wochen auch schon wieder mit dem weiteren Video. Bis dann!